Ja, Mahlzeit, Freunde. Ich bin mal wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Dieses Mal habe ich gesehen, gibt es was bei uns in der Nähe. Es ist seit 10 Jahren verlassen und da fahren wir jetzt hin. Ich nehme euch jetzt mal mit und wir sehen uns dort, Freunde. Ja, Freunde, wie ich euch sagte, bin ich auf dem Weg zum Lost Place. Das ist bei uns direkt in Oberfranken. Und wenn sowas verlassen ist, dann muss ich da natürlich hin. Und aufmerksam geworden bin ich auf das Ganze, sage ich mal, aus einem Artikel aus der regionalen Zeitung. Und da stand drin, als das Bier noch 2 Euro kostete. Also könnt ihr euch jetzt vorstellen, wo ich hingehe. Und zwar, wie es halt so ist in Oberfranken, dann auf einen Keller. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Das hier ist der schöne Weg dahin. Ich stehe unten auf dem ehemaligen Parkplatz. Ja, und dann gucken wir uns das doch jetzt gemeinsam an. Und ich nehme euch da jetzt mal mit. So, jetzt schauen wir uns das mal an, Mädels. Ha, da geht's rein. Schon ausgecheckt. Könnt ihr ja schon sehen. Schon ziemlich verwildert alles. Alles schon ziemlich durch. Aber gehen wir halt mal rein. Seit 10 Jahren ist der verlassen. Krass, oder? Seit 10 Jahren passiert hier nichts. Ich war hier noch nie. Also ich kann euch auch gar nicht so viel über den Keller erzählen, aber was ihr sehen könnt ist, hier hinten haben die Leute gesessen, haben gegessen. Der ist relativ dicht im Wald eingebaut. Hier war der Ausschank. Das hier hinten war anscheinend ein Keller, wo sie das Bier gelagert haben oder so. Und das ist direkt bei uns in Oberfranken. Gucken wir mal, ob die Toiletten noch offen sind. Ne, die sind zu. Hätte mich jetzt auch gewundert. Aber hier seht ihr, das Spinnenweben schon lange, lange verlassen. 10 Jahre. Krass. Hier hinten ist noch eine alte. Eine Terrasse oder so, aber da gehe ich jetzt nicht drauf. Die scheint mir ziemlich mitgenommen aus. Oder sieht ziemlich mitgenommen aus. Alter, was ist denn mit mir los heute? Kann ich babbeln oder was? Hier sind auch nochmal Tische gewesen, wo die Leute gesessen waren. Das kann echt richtig urig gewesen sein. Wie gesagt, nichts Spektakuläres. Ist halt ein alter Keller. Aber er muss schön gewesen sein. Er muss richtig schön gewesen sein. Guckt euch das an. Krass. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das hier richtig schön war, als letztendlich der Keller noch in Betrieb war. Richtig schöner alter Felsenkeller. Vor allem guckt euch das an. Da oben ist noch. Da oben ist noch eine alte Speisekarte. Kellerbier, 2 Euro. Ha, krass, oder? Also ist das schon richtig, richtig lange her, als der verlassen worden ist. 2 Euro. Hier oben, fränkische Göttinger, 4,40. Gerupfter mit Zwiebeln, traditionell 4,40. Zwiebelkäse mit Butter und Zwiebeln, 4,40. Käseplatte mit Butter, 4,40. Und immer die Hälfte, 2,80. Also. Da konnte man noch richtig gut essen, für richtig schönes Geld.
Schon krass, wenn euch das anguckt, ne? Hier ist noch eine alte Lampe. Also ein paar Details sind noch zu erkennen. Hier ist noch eine alte Lampe. Hier stehen wir unter dem Pavillon, Holzpavillon hätte ich gesagt. Hier oben. Die Lampe killt mich. Guckt euch das an. Ha, geil. Ja, dann gucken wir uns doch nochmal die alten Tische an. Hier ist sogar noch altes Salz, hätte ich jetzt gedacht, oder irgend sowas. Krass. Und da unten war der Parkplatz. Wahnsinn. Schon krass. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es hier richtig schön war, als letztendlich der Keller noch in Betrieb war. Richtig schöner alter Felsenkeller. Vor allem guckt euch das an. Da oben ist noch eine alte Speisekarte. Kellerbier, 2 Euro. Ha, krass, oder? Also ist das schon richtig, richtig lange her, als der verlassen worden ist. 2 Euro. Hier oben, fränkische Göttinger, 4,40. Gerupfter mit Zwiebeln, traditionell 4,40. Zwiebelkäse mit Butter und Zwiebeln, 4,40. Käseplatte mit Butter, 4,40. Und immer die Hälfte, 2,80. Also, da konnte man noch richtig gut essen, für richtig schönes Geld. Schon krass, wenn euch das anguckt, ne? Hier ist noch eine alte Lampe. Also ein paar Details sind noch zu erkennen. Hier ist noch eine alte Lampe. Hier stehen wir unter dem Pavillon, Holzpavillon hätte ich gesagt. Hier oben, die Lampe killt mich. Guckt euch das an. Ha, geil. Ja, dann gucken wir uns doch nochmal die alten Tische an. Hier ist sogar noch altes Salz, hätte ich jetzt gedacht, oder irgend sowas. Krass. Und da unten war der Parkplatz. Wahnsinn. Schon krass. Hier ging es dann Treppen runter. Und dann konnte man da unten wahrscheinlich sein Bier holen. Also da war der Ausschank. Das haben wir ja gerade gesehen. Die Toiletten sind zu. Kommt man nicht rein. Aber, Mädels, das sind Lost Place mitten unter uns. Gar nicht so weit weg. Lasst es mal auf euch wirken. Das hier war anscheinend ein Kegelbahn, wo man gekegelt hat, hätte ich jetzt mal vermutet. Was anderes ergibt keinen Sinn. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Der Baum wurde komplett durchgewachsen, das haben die echt gut gemacht. Wenn ihr euch das mal anschaut, wir haben quasi den Baum, der hier durchgewachsen ist, einfach mit eingebaut. Natürlich. Das war natürlich eine Kegelbahn, weil hier unten liegen noch die alten Kegel. Also, Mysterium aufgeteilt, war hier auch im Keller eine Kegelbahn. Krass. Wahnsinn.
Die Sammel da oben, die killt mich einfach. Die killt mich. Aber die ist echt wunderschön. Das sind wie gesagt noch die alten Tische. Hier, die sind schon weggemorscht, weggefault. Und wo holt sich alles zurück? Hier haben wir noch alte Bäume mit Moos. Und das da hinten war anscheinend ein alter Kinderspielplatz. Hätte ich jetzt mal behauptet. Muss echt mal schön gewesen sein. Muss echt mal richtig schön gewesen sein. Ich persönlich, wie gesagt, war hier nicht einmal, oder ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Vielleicht waren wir mal mit unseren Eltern hier und ich weiß es nicht. Aber ich persönlich kann mich da überhaupt nicht daran erinnern, dass ich mal auf dem Keller gewesen bin. Aber schon krass, wie die Natur sich alles wieder zurückholt. Hier total Moos bewachsen, hier unten überall Efeu. Ja, krass. Schon krass. Ja, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist, deswegen heißt es ja auch Felsenkeller, wenn man da unten in die Tür reingeht, geht es links runter in den, also in den Keller. Leider habe ich jetzt keine Taschenlampe dabei, oder zumindest keine anständige, deswegen werde ich das verschieben, aber werde definitiv wiederkommen und werde es aufnehmen, beziehungsweise euch noch ein Video zeigen, wie das da unten ist. Dann kann man das sich mal angucken, wie hier im Felsenkeller gelagert wurde. Krass! So, und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt in die Kommentare. Der ein oder andere, der vielleicht den Keller wiedererkennt, darf das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, das ist krasser Scheiß, wenn das direkt bei uns in Oberfranken ist. So, Freunde, das war's von meinem Video und ich hoffe, euch hat es gefallen und man sieht sich zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ach ja, was ich vergessen habe, ist, für alle, die meine Videos schauen, kommentiert und liked doch bitte mal den Kanal und kommentiert mal drunter. Das ist sehr gut für den Algorithmus. Dadurch werde ich auch bei YouTube ein bisschen nach vorne geschoben. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, haut rein. Bis dann.